eines Tages wirst du uns sehr dankbar sein. Wir schenken dir das ewige Leben. Willkommen, Katharina. Vater, nein! Vater, nein! Jetzt kommt noch! Dr. Martinus Luther, eure Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen hat uns tief bewegt und lässt uns am Klosterleben zweifeln. Fräulein von Bora, lasset das Klosterleben hinter euch und schließet euch unserer Bewegung in Wittenberg an. Zeigt der Welt, dass wir diejenigen, die sich dem Antichristen in Rom gegenüberstellen, hier mit offenen Armen empfangen. Ihr werdet heiraten müssen. Wen? Irgendwen. Ihr seid ja schon recht alt. Da will ich wenigstens wissen, ob ihr gesund seid. Lasst mich eure Zähne sehen. Ich weiß, ich sollte keine Angst haben. Ich habe Angst, weil du weggehst. Und du? Was passiert mit dir? Ich habe den Mann gefunden, den ich heiraten werde. Martin Luther. Bist du von Sinnen? Luther? Ich verspreche euch, ich werde euch niemals von eurem Werk abhalten. Katharina von Bora ist eine hochmütige Art, die mit Ansprüchen. Mein Martin von allen Frauen dieser Welt, die ausgerechnet die. Lasst ihn einfach in Frieden. Die Menschen kommen zu mir und sagen, Jan von Bora, wir haben das Bildnis deiner Tochter gesehen. An der Seite eines Vogelfreien, eines Anführers, der unter Kirchenbann und Reichsacht steht. Es ist ein Bildnis der Schande, Katharina! Wir alle achten, Dr. Luther. Aber wenn ein Mönch mit einer Nonne mitten in unserer Stadt in Sünde zusammenliegt, ihr werdet Unglück über uns alle bringen. Ich hörte reden. Sie sagen, Katharina sei hoffärtig und sie sei der Herr im Haus. Ist sie doch auch, mein Herr Keter. Es gibt sogar Gerüchte, du lässt dir von einer Frau die Predigten diktieren. Du bist keine Edelfrau. Du bist Frau Lutherin, vergiss das nicht. Mein Mann kauft das Land. Ich bin das Familienoberhaupt. Deine Frau ist schwanger und du sorgst dich nicht um sie? So schwer werden würde. Erinnerst du dich? Wir wollten das ganze Leben. Wir waren stark genug, nach dem ganzen Leben zu greifen. Und jetzt sind wir auch stark genug, es zu halten. Lass es nicht los, Martin. Bemerkenswerte Frau, Katharina Lutheran.